Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Liebe Gemeinde, liebe Familie Burba, wir sind hier heute zusammengekommen, um an den verstorbenen Pastor unserer Gemeinde, Dr. Christoph Burba, zu erinnern. Er wurde geboren am 27. Oktober 1957 und sehr unverhofft und plötzlich aus diesem Leben abberufen am 8. Februar 2021. Mitten im Leben gewissermaßen, mitten im Dienst, alle Pläne abgebrochen. Das prägt heute die Gedenkfeier hier bei uns in der Kirche in Niederschelden, wo er seit 2013 seinen Dienst getan hat. Er selbst wurde schon beigesetzt in der vergangenen Woche. Heute wollen wir hier in der Gemeinde unter diesen wie jetzt immer üblichen Corona-Bedingungen Abschied nehmen. Nicht die ganze Gemeinde kann heute hier im Gottesdienst teilnehmen, aber wir zeichnen den Gottesdienst auf und die Gemeindeglieder können ihn zu Hause per Bildschirm dann verfolgen. So ist in dieser etwas anderen Situation der Abschied geprägt von Nähe und Distanz, von Gedenken und erinnern. Und wir denken an ihn natürlich unter dem Wort Jesu Christi, das uns tröstet, das uns hält und bei dem wir uns festhalten können, der sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nicht auf ewig sterben. Ich bete mit Worten aus dem 39. Psalm. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. Nun, Herr, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen. Ich such dich jetzt, mein Gott. Ich brauche deine Nähe. Sei du mein Halt. Warum muss ich traurig gehen? Warum hast du mich in Kummer gestoßen? Sende mir Licht in die Dunkelheit und ein Wort, das mich halten kann. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und mich dir näher bringen, dorthin, wo das Leben ist, zu dir, Gott. Meine Freude, du Trost meiner Seele, du Quelle des Dankes. Meine Seele ist betrübt und unruhig in mir, aber ich warte auf dich, Gott, auf deine Hilfe und Nähe. Ja, himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir kommen hier zu dir, sind immer noch erschrocken. Der Alltag ist nicht mehr normal, alles ist anders geworden. Wir wollen uns und müssen uns heute hier verabschieden von Christoph Burba, der seinen Dienst hier in der Gemeinde getan hat. Wir verstehen nicht, warum er so vorzeitig sterben musste, so mitten aus dem Leben heraus. Und doch müssen wir es begreifen und annehmen. Hilf uns dazu, schenke uns dein Wort, kräftige und stärke uns
mit der Gegenwart deines Geistes. Amen. Ein Wort aus dem Johannesevangelium. Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Sprich zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir hören noch einmal Musik. Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Liebe Familie Burba, liebe Schwestern und Brüder, liebe Trauergemeinde, nicht erschrecken. Das klingt einfach. Schön wär's, wenn das gelänge. Ich glaube, wir waren alle wie vor den Kopf gestoßen, als sich die Nachricht herumgesprochen hat: Pfarrer Dr. Christoph Burba ist sehr plötzlich verstorben, mitten im Leben gewissermaßen. Er wollte gerade noch zum Frühstück runtergehen und ganz völlig unvorhersehbar, unkalkulierbar und erst sozusagen zum Helfen war auf einmal das Leben ausgehaucht. Niemand konnte sich vorbereiten auf diesen Moment oder gar das Sterben rechtzeitig verhindern. Da ist keine Schuld, keine Frage. So wie eine Kerzenflamme sieht es aus, die plötzlich mitten im kalten Wind ausgeblasen wird, im eiskalten Hauch des Todes. Und das, ihr Lieben, erschreckt jeden und jede von uns. Erst recht erschreckt es, wenn man so alt ist, genauso alt wie er, da ängstigt es uns auch. 63 Jahre,
Für manch einen mag das sehr alt klingen, und doch, wenn man drin ist, merkt man und ahnt man, es ist immer noch zu früh. Es ist jetzt nicht der Punkt zum Abschied nehmen. Es ist zu plötzlich. Auch wenn man da in einem Alter ist, dass der Tod nicht mehr abstrakt ist, sondern dass er geschehen könnte. Aber selbst da merken wir, sprechen wir von ihm in der Möglichkeitsform, so als beträfe er uns nicht, aber nicht in der Wirklichkeitsform. Gegen diesen Eishauch des Todes, der auf einmal alles verändert von einer Sekunde auf die andere, der die Lebensflamme von Christoph Burba ausgepustet hat, gegen dieses endgültige, abstrakte Faktizitätsphänomen höre ich die Stimme unseres Herrn Jesus Christus. Sie allerdings hat eine andere Temperatur, einen anderen Klang. Sie klingt warm, einfühlend und vor allem mitfühlend, wissend. Der da spricht, weiß, wovon er spricht. Sie sucht unser Vertrauen. Sie wirbt einfühlend, dass wir ihm unser Herz öffnen, unsere Blicke auf ihn richten. Wenn er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Er spricht zu Herzen, da wo alles zusammenkommt, Gefühl, Verstand, Seele, Gemüt, alles das, er spricht zu Herzen, dieses Herz erschrecke nicht. So spricht er in unser Herz, gerade da hinein, wo uns der Schreck versteinern lassen mag, da will er uns einfach Vertrauen zurückgeben, Vertrauen in uns hineingießen. Vertrauen worauf? Wohin? Auf ihn oder besser in ihn. In den, der den Tod selbst, den frühen Tod, den zu frühen Tod, ja, kennt, der ihn durchlitten hat und ihn gerade so überwindet, weil er ihm erliegt. Gelingt es, solch ein Vertrauen aufzubauen, nicht ein Vertrauen, dass uns nichts Schlimmes widerfährt, sondern ein Vertrauen in ihn, der im Schlimmen da ist? Gelingt es so zu vertrauen? Was wären die Alternativen zu einem solchen Vertrauen? Zu resignieren, zu verbittern, zu sagen, das Leben ist nicht fair, es bleibt zu wenig ungelebt, wir haben ein Recht auf mehr Jahre, die Wut, die macht sich breit, dass noch mehr hätte kommen können. Solches Vertrauen in ihn können wir selbst nicht einmal aus eigener Kraft hervorbringen. Er kann es nur in uns hineinlegen und es braucht Zeit zum Wachsen. Es braucht Zeit, womöglich viel Zeit. Und da nun bin ich bei dem Verstorbenen, bei dem Pastor, bei dem Seelsorger, bei dem Supervisor, bei dem Lehrer, bei dem Menschenbegleiter, von dem wir uns heute verabschieden, indem wir an ihn gedenken. Ich habe überlegt, für mich war sein hervorstechendstes, herausragendstes Merkmal von Pfarrer Burba, so habe ich ihn wahrgenommen, dass er oftmals an etlichen Stellen von uns allen Zeit eingefordert hat. Auch wenn man dachte, es muss jetzt schneller nach vorne gehen, es muss doch zügiger vorankommen, so hat er Zeit eingeklagt, eingefordert.
Und zwar nicht in erster Linie für sich, sondern immer hingewiesen auf die Menschen, die im Tempo der Ereignisse womöglich nicht Schritt halten können, weil man ihnen keine Zeit einräumt. Er hat Zeit eingefordert für ihre Trauer, für den Weg, den sie noch vor sich haben, wenn die Herzen der Menschen gerade noch nicht wieder fröhlich sein können. Das habe ich im Grunde als seine Stärke erlebt. Seine Anwaltschaft für die Zeit, für innere, nötige Entwicklungen. Von freien Entfaltungen, vom Rückkehren des Lebendigen in die hinein, die nichts dringender brauchen im Moment als solche Zeit und solch einen Raum, Schutzzeit quasi. Ich glaube, auch als Supervisor hat er vielen Menschen diesen Raum erst einmal eröffnet, ihr Recht auf Raum und Zeit mit ihnen erörtert. So als stünde die Welt und die Zeit für sie still jetzt, so lange, bis sie innerlich den Punkt finden zu sagen, jetzt bin ich da, hier und sage ja. Aus freien Stücken. Das war ihm wichtig für die Kommunikation. Ich erinnere mich ebenso, das ist das Bild von ihm, was ich behalte, wie leidenschaftlich er mir das Anliegen, sein Anliegen von freier, von beschämungsfreier Kommunikation vorgetragen hat, wie er sich hineinreden konnte, sozusagen in dieses Anliegen, dass Kommunikation Menschen hervorbringt, ihnen Zeit einräumt und sie frei zum Gegenüber werden. So hat er Raum gegeben, auch für die Menschen in der Gemeinde. Er hat Menschen dadurch ernst genommen und auf Augenhöhe, weil er sie nicht bevormunden wollte. Er selbst war als Mensch und Persönlichkeit, glaube ich, oft in diesem als solch ein Wegbegleiter kaum sichtbar. Er wollte es auch nicht, sich preisgeben. Nicht eintreten in den Raum der anderen. Außer mit seiner Familie, mit ihnen als Ehefrau. Wir alle waren irgendwie auch überrascht, wenn er dann etwas von sich zeigte, was er lieber eigentlich zurückgehalten hatte. Ich erinnere mich noch sehr lebendig, wie er auf einer Pfarrkonferenz höchst gekonnt Klavier spielte und wirklich sehr qualitätvoll, niveauvoll, ein Orchesterstück reduziert auf die schwarz-weißen Tasten. Und wie er, als er spielte, unser aller Herz mit seinem Spiel berührte, wie er persönlich so, habe ich es mir sagen lassen, ganz bei sich war, wenn er gerade den unendlichen Raum des Weltraumes betrachten konnte, die unglaublichen Entfernungen der Galaxien und Universen, wie er sich dafür interessierte, womöglich dem Geheimnis Gottes auf der Spur, was mag das für ein großer Gott sein, der so ein schier unendliches Weltall erschaffen konnte, wie er darin schwärmte und womöglich die Unfassbarkeit Gottes für sich entdeckte. So merkwürdig allein ist er dann auch, so unverständlich allein ist er eben dann auch verstorben. An dieser Stelle hören wir dann noch einmal den Klang dieses Jesuswortes, seine Wärme, seinen gewinnenden Raum, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Man mag dann einreden, das kann ich gerade nicht. Doch
auch das Fragment eines Stoßseufzers, auch dieses Gott, da bin ich verstehe es nicht, ist schon Glaube in Reinform. Mehr geht nicht. Ein Ich kann noch nicht, will aber wohl, schon dieses Fragment ist der ganze Glaube in einem einzigen sprachlosen Seufzer vielleicht. Hier, Jesus, also kommen wir her, sind wir erschrocken, nachdenklich und ängstlich vor der Macht dieses Todes, aber wir hören über dem Tod als letztem Wort deine Stimme. Wir hören aus dir, dass du mächtiger bist als unser Sterben und Tod. Dass aus dir die glaubwürdige Stimme klingt, dessen, der für uns überwunden hat, für uns. Und das ohne uns und uns zugute. Wir können es nicht erklären, warum es so früh sein musste. Wir haben Verunsicherung und Wut darüber, vielleicht sogar in uns. Und doch können wir es vielleicht einfach stehen lassen, dieses Wort Jesu, im Moment. Euer Herz erschrecke nicht. Dass du den Verstorbenen nicht ins Nicht fallen ließest, Gott, daran glauben wir. Dass er Wohnung gefunden haben mag, Heimat, jetzt bei dir, damit ihr seid, wo ich bin. Das zählt. Wir lassen es einfach stehen. Dahin zu kommen, braucht es womöglich noch Zeit, es aus tiefstem Inneren und voller Überzeugung sagen zu können. Aber diese Zeit haben sie. Und diese Zeit haben wir. Gott, der Herr der Zeit, schenkt sie und gibt Raum, so viel wir brauchen. In ihn hinein ist Christoph Burba gestorben. In ihm ist er geborgen, damit ihr seid, wo ich bin, spricht Christus. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Wir erheben uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, vor dir sind wir versammelt, vor dir, dem Lebendigen, dessen Wort uns erreicht und das wir festhalten können und das uns hält. Ja, wir sind erschrocken über den plötzlichen Tod des verstorbenen Christoph Burba. Wenn wir heute an ihn denken, dann sehen wir ihn vor uns als Pastor, als Seelsorger, als Supervisor, aber eben auch als Begleiter im Leben, als Weggefährte, als Bruder, als Familienmitglied, als Ehemann. Er war vielen Menschen ein Wegbegleiter und hat ihnen beigestanden und durch Phasen ihrer Trauer Trost gegeben. Wir haben zu danken für seinen Dienst und für den Segen, den du durch ihn gewirkt hast. Wir legen sein Tun und zu guter Letzt ihn selbst in deine Hände. Er ist in dich hineingestorben, das ist Trost. Und das nimmt seinem Tod den Schrecken, auf jeden Fall seine Kraft. Hilf uns, dir zu vertrauen in den nächsten Tagen. Nicht darauf, dass du uns vor Schlimmem immer bewahrst, sondern darauf zu vertrauen, dass du uns im Schlimmen beistehst und da bist. Du hast den Tod überwunden und dich mächtiger erwiesen als er. Er hat nicht das letzte Wort. Du machst uns zu Überwindern. Dafür danken wir dir. Und darum wissen wir Christoph Burba bei dir geborgen. Lehre uns, dass unser Leben endlich ist. Wir danken dir für einen jeden Tag, für das Maß der Zeit, das uns geschenkt ist. Lass uns klug werden, dessen eingedenk zu sein und zu deiner Ehre zu leben. Stärke seine Familie, gib ihnen Halt und Kraft und dass uns alle in dir verbunden bleiben, weil du uns in dir verbindest, uns bei dir hältst und sei es auch über den Tod hinaus. Wir sprechen miteinander, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir hören noch das Lied, das Sie auch über der Traueranzeige stehen hatten. Geh unter der Gnade. Wir nehmen noch so lange Platz.
wünsche uns noch einen guten Abend und Gottes Segen auf dem Weg. Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.